Hallo und herzlich willkommen zurück zu Melania. Versohlt mir den Arsch. Ich glaube, das hat was gebracht. Ich bin der festen Überzeugung. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob es auch an meinen Dingen scheitern könnte. Also am mangelnden Leben. Also natürlich tut es das. Aber... So, wir holen uns mal die Träne wirklich für später. Da gibt es ja schon ein paar Attacken, die ich gut ausnutzen kann. Wo dann auch sowas passiert. Entschuldige mir, Lania, was ist denn dein Problem? Problem ist jetzt dieser Move, den ich nicht verstehe. Muss ich den schilden einfach? Also ich glaube nicht, dass da meine Ausdauerleiste das aushält, aber... Fuck do I do? Aber damn, habt ihr gesehen? Die Hälfte des Lebens und die wurde nicht einmal getroffen? Strong. Ich platziere mal so einen Eldenstern gleich da, weil anscheinend bleibt der ja irgendwie bestehen. Und der pokt dann einfach da ein bisschen rum. Grandios an die falsche Stelle geflogen. Danke euch dafür. Das ist eine schöne, verständliche Cue. Sie macht jetzt einen Power-Move. Fuck. Ja. Da bin ich dumm ausgewichen. Girl. Du siehst, ich bin tot. Aber du kämpfst weiter. Schnecke. Ich glaube, es ist doch sinnvoll, die Träne am Anfang zu holen und versuchen, dass die Träne einfach überlebt. Gut, beim Power Move. Nee, ich muss die Träne erst dann zum Schluss holen. Wenn sie halt in ihrer zweiten Phase diesen Sturz gemacht hat, dann habe ich die Zeit, mir Hilfe zu holen. Der Stern hat absolut nichts gebracht. Warum ist der zu langsam? Ich habe einfach Kreis gedrückt, aber nicht losgelassen. Das heißt, ich bin einfach gesprintet. Das wird dauern. Aber. Was mache ich bei ihrem Schwertding? Schwertwirbel. Weglaufen? Ich glaube, das habe ich halt noch nie getan. Wirklich komplett wegzulaufen, sondern nicht da einfach so noch irgendwo in der Nähe. Ich glaube, so unter sie zu laufen, wäre halt dumm. Ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Und dass ich sie halt unterbrechen kann in ihren Moves, ist halt... Mikkel. Alter, wenn ich die besiegt habe, na dann... Dann komme ich einfach. Es ist halt so ein unnötig langer Wind-up, ne? Mit dem sie mich buffen.
Segen des Erdenbaums. Flamme gibt mir Kraft. Ich glaube, es ist auch echt sinnlos, so am Anfang mein One-Hit-Bubble zu verbrauchen. Weil später wird es, glaube ich, deutlich relevanter sein. Okay, ich darf, wenn sie diesen Block macht, nichts tun. Okay, ich lasse das mal mit dem Waffe und ich will einfach nur ihr Moveset mehr kennenlernen. Weil ich glaube nicht, dass ich ihre zweite Phase First, also Second Try schaffen werde. Das glaube ich nicht. Dass ich Blutungsschaden machen kann, ist schon Win. Dass ich auf einen Schlag so viel Damage machen kann. Damage. Malenia. Ich hab dich falsch geschrieben bei Twitch. Tschüss. Hey, du hast volles Leben. Malenia. Voila. It's gonna be a long day. Das hätte ich nicht überschaffen sollen. Alter! Girl! Ich weiß nicht, ob ich einen Supercut machen will von ich sterbe, 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 sterbe. Oder ob ich einfach so eine Uncut-Folge zusätzlich hochlade von wegen, ja, guck mal, hier sind meine 1000 Versuche. Meine 1000. Gemeinheit. Stop it, girl! Hör auf, so aggressiv zu sein! Ich muss nach jedem Ding halt einen Schluck trinken, weil die haut mir halt aufs Maul wie sonst was. Ja, Alter, guck mal, wie viel sie sich geheilt hat und wie wenig Damage ich gemacht habe. Ich will meine Träne halt nicht jetzt schon raus haben. Vielleicht ist Phase 2 leichter. Vielleicht. Komm. Okay, ich versuch's jetzt so rum. Ich buff mich hoch. Und ich hole meine Träne jetzt schon. Ich muss ja Phase 2 auch irgendwie kennenlernen, ne? Ja, ich hätte meine Träne mithaffen können und sollen. Ja, lauf du mal vor. Okay, was tue ich jetzt? Ja, was zum Teufel soll das halt, ne? Gut, das hat mir gar nichts gebracht, meine Träne. Ich bin so kurz davor zu googeln, was man macht, wenn diese Attacke kommt. Aber gleichzeitig sterbe ich nicht an dieser Attacke. Ich sterbe an allem anderen. Nur das, weiß ich, ist halt der
garantierte Deathblow. So. Du chillst da vorne ein bisschen, ja. Komm, dann at least das hier. Guck, jetzt haben wir beide einen Buff. Ist doch nur fair. Wahnsinnig leid, Melania, was du gerade abtrickst. Aber dann auch auf gar keinen Fall. Hier. So. Was soll ich da machen? Fuck, das ist die falsche Träne. Nein! Lass meine Träne bitte überleben. Ja, es ist eine wunderschöne Cutscene, aber... Idiot! So. Dass ich in dieser Phase es schaffe, ist ja... Wenn sie so einen Schwing nach oben macht, dann kommt sie mit einem Stoß, Stoß durch mich durch und ist es ein One-Shot. Kapier ich. So, zack. Aber entspann dich noch ein bisschen, ja? Ja. Tag Team. Ja, was soll das? Jetzt hast du fucking Full Health und meine Träne ist schon zur Hälfte da. Vorsicht vor Leiden. Rechts. Ist das eine Verzweiflung? Ich möchte nach Hause. Ich würde echt sehr gerne meine Träne schon kurz hier vor beschwören. Richtig so. Wir buffen uns hier. Ja, suck ass. Das war die Attacke. Und ich habe es nicht kommen sehen. Warum hast du denn noch mich fokussiert, blöde Kuh? Ich weiß halt nicht, wie das ganz genau funktioniert. Aber ich kann es ja mal probieren. Weil die Imitator-Träne. Irgendwas deutlich schwierigeres, was sehr viel mehr Rüstung geben könnte, gegebenenfalls. Ich trage schon sehr. Hier. Axtausrüstung Schmelzritter. Hier.
Du wirst mehr aushalten können. Danke für den Buff. Hältst du mehr aus? Irgendwie. Ja, Mann. Bam. In die Ecke mit dir. Fuck, das wäre... Ey, meine Träne ist noch da. Und kickt fucking ass. But now he's dead. Nein, 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 nein. Was tue ich denn da? Ich google's. Ah. Gut, so. Vielleicht wird das ja jetzt was. Beziehungsweise... machen wir mal eine gewisse Sache. Und zwar hier. Nein. Nee. Never mind. Ich muss einmal ganz kurz nachschauen. Erhöht Angriff und Verteidigung bei euch in euren Verbündeten. Also den muss ich auf jeden Fall machen. Oh, ich hatte vielleicht meine Träne wieder. Team. Ist mir egal. Ich habe es aufgehalten. Sie hätte beinahe ihren Kack lieb gemacht. Uiuiuiuiuiuiui. Fuck, nein, 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 nein. Es ist gerade so scheiße gut um uns gestellt. Okay, 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 okay. Meine Träne ist noch fast komplett fucking alive. Aber stellt sich halt dumm an. Nein, das war dieser Move. Ich habe ihn nicht. Sie hat ja so viele. Oh.
We can do it. Es sieht alles im Bereich des Machbaren aus. Wenn die nicht so schnell sein würde. Und warten würde, bis ich hier ankomme. Okay. Ja, das war die Attacke, die ich nicht ausweichen kann. Gonna be a long, long day. Das sah schon fast so aus, als ob du genau diese Attacke machen wollen würdest. Fuck. Okay, danke. Dass diese Attacke, die halt zum Boden schmeißt, ist halt echt gut. Danke für den Buff. Interesting, dass die halt nichts tut. Gerade. Okay. Ja, das Ding ist... Meine Träne wird halt sterben. Ich war null darauf vorbereitet, auszuweichen. Okay. Vielleicht hast du ja etwas wie ein... Cooldown von dieser Attacke. Gottes Willen, Alter, das ist... Das ist ein Kampf. Der fucking Titan. Interessant, dass du fucking Feuer machst. Das war auch das Bluten, nice. Nein, 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 nein. Meine Träne hat fast gar kein Damage bekommen. Okay, okay, okay. Es kann... Der hat fucking Blut noch. Meine Träne ist immer noch da. Das
Halbgott zu Fall gebracht. Danke, Mentre. Dear Mikkola. Oh, dearest Mikkola. My brother. I'm sorry. I finally met my match. Echo der Fäulnis Göttin. Scheiß die Henne an. Gottes Willen. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge, Elden Ring. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich hatte Spaß beim Kämpfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert doch gerne den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin. Ciao.